Ja, hallöchen, liebe Waifus, Naspenus, Nemisomaga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Info-Häppchen. Ja, es ist mal wieder ein Häppchen, weil es ist mal wieder nicht so viel. Es wird eigentlich, denke ich, relativ schnell von der Bühne gehen. Denn es hat sich wieder was getan und diesmal im deutschen Bereich, was vielleicht auch den einen oder anderen durchaus freuen wird. Und deswegen dachte ich mir, mache ich dazu mal was Größeres. Erst kam eigentlich nur ein bisschen was raus von Tokyo Pop, aber jetzt kam dann doch nochmal was ganz ordentliches raus, und da denke ich einfach mal, da reden wir mal ganz kurz drüber. Der Abonnent, User, was auch immer, Kaktur, hat mir die Programmankündigung, eine weitere Programmankündigung von Tokyo Pop geschickt. Sehr, sehr nett, kannte ich natürlich schon, und aber du hast mir dennoch trotzdem nochmal diesen Schub gegeben, das jetzt hier doch noch über die Bühne zu bringen. Also reden wir mal drüber. Was gibt's denn alles? Also, wir haben hier zum einen den Manga Renai Manga, ja, der heißt wirklich so, und der heißt bei uns Geliebte Mangaka. Das habe ich, glaube ich, auf Facebook schon erwähnt. Das ist ein Yuri-Manga, der vor allem ist es ein One-Shot, und das heißt, das Ganze ist in einem Band abgeschlossen. Bla bla bla, spare ich euch jetzt mal, was da drin passiert. Ich denke mal, es ist ziemlich offensichtlich, dass das ein kleiner, netter Yuri-One-Shot wird. Für die ganzen Yuri-Fans da draußen bestimmt ganz nice. Moment, Einzelband, genau, im Dezember diesen Jahres erhältlich. Ist doch, ja, ne? Ist doch was. So, dann wisst ihr bereits, Sunken Rock ist ja bereits draußen bei Tokyo Pop, geht ja scheinbar ganz gut ab. Und da haben sie sich scheinbar gedacht, wahrscheinlich haben sie so eine Lizenz, so eine Doppellizenz oder so gleich mitgekauft, weil es kommt mir ein bisschen spanisch vor. Sowas passiert eigentlich sehr selten. Aber vom gleichen Mangaka von Boichi kommt jetzt nochmal ein Manga raus namens Wallman, der auch im Original so heißt. Und ja, wie gesagt, das ist selten, dass das passiert. Eigentlich normalerweise gibt es immer so ein paar Sachen, wo ich mir eigentlich eher wünsche, dass es mal passiert. Aber ja, bei Sachen, die ich dann eigentlich eher so nicht lese, also zur Zeit zumindest nicht, da passiert es natürlich. Das ist natürlich mein Glück, aber darum geht's nicht. Ja, soll noch brutaler sein als Sunken Rock. Ich habe ja Sunken Rock damals ein bisschen gelesen online. Der war super lustig und wird dann irgendwann extrem anders, sage ich mal. Wesentlich gewalttätiger und seriöser. Und wenn Wallman noch ernster und bösartiger und was weiß ich wird, ja, dann haben da bestimmt ein paar Fans auf jeden Fall ihre Freude daran. Ist allerdings in 3 Bänden abgeschlossen, also wird auch nicht so lange dauern. Dezember 2015 kommt der erste Band raus. Ja, wie gesagt, dadurch, dass es in 3 Bänden abgeschlossen ist, bezweifle ich einfach mal, dass es nach Sunken Rock kam. Dementsprechend wird es wohl was Älteres gewesen sein. Komisch, komisch. Naja gut, aber bei 3 Bänden kann man auch nicht so viel verkehrt machen, ne? So, dann haben wir Betum, Gravity Angel. Das ist ein Artbook tatsächlich zu Betum, aber vor allem, und da bin ich mir jetzt ganz, ganz unsicher, weil, also dieser Klappentext, sag ich mal, der ist schon wieder so nach dem Motto, wir haben hier halt diesen weiblichen Charakter, den ich nicht kenne, die heißt scheinbar Himiko, und da soll ein Interview mit ihr drin sein und viele freizügige Bilder von ihr. Und ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll, weil ich bin ein bisschen vorsichtig geworden, was das angeht, weil diese, ich sag mal, diese Überpropaganda, was einfach so diese Texte angeht, so zum größten Teil, neulich erst wieder bei My Ball, da wurde es total auf die Sexschiene draufgepackt und du denkst so, Wunder, was du da kriegst, und dann ist es ja ein ganz, ja, gar nicht so heftig, wie du es jetzt eigentlich erwartest, sage ich mal. Dieses bisschen Überdramatisieren, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die schreiben das da einfach gerne rein, dass die Leute das dann kaufen, ne? Boah, geil, da sieht man Titten und was weiß ich, das wird richtig Hammer, und danach ist es halt nur so ein, naja, ne? Ich brauche es jetzt nicht, ich kenne Betum auch nicht, aber wenn jetzt vielleicht noch was anderes drin ist, außer das Mädchen da drin, dann wäre das vielleicht auch für die Betum-Fans vielleicht eine ganz coole Sache, so ein Artbook. Why not? Dann haben wir Another Dead Man Wonderland. Ist ja vom Mangaka von Dead Man Wonderland, so wie ich das verstanden habe, oder vielleicht auch noch von ein paar mehr. Ist in einem Band abgeschlossen, also ist wieder ein One-Shot, und es ist eigentlich im Grunde, ja,
Deadman Wonderland auf lustig. Also der parodiert quasi das eigene Werk selber, ist, glaube ich, selbstverständlich. Dann etwas, was mich sehr freut. Voilà, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich habe mich hier ein bisschen eingebufft, damit ich ein bisschen lauter sein kann. So, dann haben wir Home Sweet Home, die fünfte Stunde des Krieges. Mhm. Das ist nämlich, also der Originalname heißt Gochi Kanme no Sensu. Und ist von der Mangaka Yu. Und die kennt ihr unter anderem eben halt schon von Ame und Yuki, die Wolfskinder. Nur da hat Yu eben halt noch den Zeichenstil bzw. das Charakterdesign von Sadamoto so ein bisschen übernommen, dem Mangaka von Neon Genesis Evangelion. Weil sie die wahrscheinlich vorgegeben bekommen hat wegen dem Film und so weiter. Und hier versucht sie aber mal ihr eigen Ding zu machen. Man sieht hier halt ein Mädchen mit einer, oh Gott, ich bin da ein bisschen vorsichtig, MG ist es nicht, mit einer Knarre halt, mit einer Waffe. Und bisher hat es nur zwei Bände und das wird im März 2016 erscheinen, also kann was. Moment, ich muss gerade nochmal gucken, im Dezember kommt Another Deadman Wonderland, ne? Nur dass ich das jetzt nicht vergessen habe. Ja, die fünfte Stunde des Krieges. Es sieht interessant aus, ne? Ich bin gespannt. Soll ein Drama sein? Das würde eigentlich ganz gut zum Setting so passen. Ich bin gespannt. Was haben wir denn noch? Oh ja, der zum Abschluss gibt es nochmal meiner Meinung nach ein recht überraschender Titel. Und zwar, es gab schon einen Anime dazu, der hieß Merry Nightmare hieß der nicht. Der hieß Yume Kui Mary. Und der kam, ich weiß gar nicht, ob er so gut ankam, aber der war ja noch lange nicht fertig. Der Manga geht ja noch ewig lang weiter. Der hat bisher scheinbar in Japan 14 Bände und kommt im Januar jetzt in Deutschland raus unter dem Tokyo Pop Label. Es ist halt Fantasy, soweit ich das jetzt verstanden habe mal. Und also so in so einer Traumwelt scheinbar, mit Albträumen und bla bla bla. Ich finde es an sich, sieht es interessant aus. Aber ich glaube, man sollte sich, wenn man so ein bisschen guckt, nicht von den Covern täuschen lassen, weil dieses Mädel da, dieser Loli-Charakter, der ist halt auf jedem Cover drauf scheinbar. Und das wirkt dann immer so ein bisschen, als ob das dann so Loli-Fanservice ist, aber ist es scheinbar jetzt tatsächlich nicht. Also für die, die das nicht wollen, Glückwunsch. Für die, die es wollten, tut mir leid. Aber es wird wahrscheinlich nicht so der Loli-Fanservice sein. Der Charakter ist einfach nur drauf, wahrscheinlich, damit sich der Manga besser verkauft. Ich weiß nicht, was ich von dem Manga halten soll. Ich habe ihn ja noch nicht gelesen, aber ich bin dem auf jeden Fall nicht abgeneigt. Das ist eine große Reihe scheinbar, wenn es bisher erst 14 Bände oder schon 14 Bände gibt. Mal schauen, oder? Würde ich mal sagen. Und das war's mit dem Info-Häppchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch was gebracht und wir sehen uns bei einem anderen Info-Häppchen. Bis dahin, ich bin euer René von der Meso Manga. Ciao, bye bye.